Müssen hier die Träume von einer englischen Weltumsegelung begraben werden? Werden Drakes Entdeckungen, seine Aufzeichnungen und Karten hier für immer in den Tiefen des Indischen Ozeans verschwinden? Sir, wir können keinen Grund orten. Der verdammte Felsen scheint direkt aus der Hölle zu kommen. Wir müssen Grund finden, um uns am Anker von den Felsen runterzuziehen. Versucht es weiter. Aye, aye, Sir. Sir, das Schiff ist leckgeschlagen. Wie schlimm ist das? Könnt ihr dagegen antrunken? Die Männer sind schon dabei, Sir. Ich glaube, wir können noch ein paar Stunden durchhalten. Aber wenn sich das Schiff bei den Seegang weiterbewegt. Männer! Wir müssen das Schiff leichter machen. Wir werden hier nur lebend rauskommen, wenn wir Ballast loswerden. Das ist die Strafe Gottes, alles geht auf den Gold und Silber. Master Doughty, es war Unrecht. Und jetzt müssen wir dafür bezahlen. Schweigt man Gottes. Packt lieber mit an, wenn wir hier lebend rauskommen wollen. Nachdem klar war, dass man keinen Grund erreichen konnte, haben wir 8 Kanonen, die Hälfte der Gewürze und des Pfeffers und die Ballen an Stoffen einfach über Bord geworfen. Dann knieten alle nieder und beteten zu Gott, uns zu erretten. Und es gefiel ihm, nachdem wir das Schiff auf diese Weise erleichtert hatten, das Schiff zu befreien, nachdem es 20 Stunden am Felsen festgesessen hatte. Los, los, los.